Kapitel 7 Die Legende Fandas Sicht. Und so geschah es. Ich und Fate waren in einer Zelle im Verlies der Sklaven eingesperrt. Eingesperrt von einem Verräter. Alles, was uns nun blieb, war es, auf Darkrai zu warten und zu beten, dass er zumindest sie verschonen würde. Doch die Wahrscheinlichkeit wirkte gering, was ich nämlich auch bis zu diesem Moment verdrängt hatte. Der Anführer der Sklaven hatte Fate bereits einmal angegriffen, und dies hatte er bestimmt nicht grundlos getan. Dies bedeutete, dass er sie wohl kaum nun verschonen würde. Fate selber schien meine Hoffnungslosigkeit nicht zu teilen. Sie lief die ganze Zeit auf und ab in unserer Zelle und suchte nach irgendwas, was uns beim Fliehen helfen könnte. Lass es gut sein, Fate. Es ist hoffnungslos. Die Sklaven würden niemals einfach einen Fluchtweg... Ich hab was! Ihre Unterbrechung überraschte mich. Hatte sie tatsächlich einen Weg gefunden? Im Ernst? Sie blickte entschlossen auf einen bestimmten Punkt der Zelle. Ein Lüftungsschacht, einige Meter über unseren Köpfen. Der Eingang war von festen Metallstäben blockiert. Nun sah sie mich enttäuscht an. Vergiss es, wir haben keine Chance hier. Also hat er nicht gelogen. Nun war es wieder Fates Zug, überrascht zu sein. Ich erklärte ihr, was ich meinte. SD weiß selber, dass Darkrai dich nicht verschonen wird. Deswegen hat er uns hier eingesperrt. Wenn wir meine Blitze und deine Flammen verbinden, können wir das Metall bestimmt schmelzen. Aber wie kommen wir dann da hoch? Es ist zu hoch zum Springen und zum Klettern sind die Wände zu glatt. Nun würde wohl der komplizierte Part kommen. Sie wäre nicht glücklich über meinen Plan, das war mir bewusst. Und es gab genau eine Möglichkeit, sie zu überzeugen. Wir schmelzen die Gitter und dann benutzt du mich als Sprungbrett. Wenn du von meinen Schultern abspringst, kommst du dann nach oben. Und wie kommst du hoch? Und jetzt zum schwierigsten Teil. Gar nicht. Fate war schockiert. Was? Nein, das mache ich nicht. Ich lass dich nicht einfach. Ich unterbrach ihre Gedanken. Lass mich dir eine Legende erzählen, Fate. Was? Wieso denn jetzt gerade? Bitte, Fate, hör mir einfach zu, ja? Sie warf mir einen genervten Blick zu, jedoch sah ich auch Mitleid in ihren Augen. Sie setzte sich hin und ließ mich erzählen. In dieser Welt verbreitete sich vor langer Zeit eine Legende. Die Legende handelt von den Sklaven der Dunkelheit. Niemand weiß, wer diese Legende in die Welt setzte oder wie wahr sie ist. Es begann mit der Geburt eines schicksalbehafteten Pokémon. Damals wusste noch niemand, was in der Zukunft geschehen würde, was dieses kleine Pokémon tun würde. Es wurde nicht mit Freude und Liebe in dieser Welt aufgenommen. Dies lag an seinen Eltern. Als sie erfuhren, dass sie ein Kind bekommen würden, begannen sie viel zu planen. Sie wollten ein kleines Mädchen von der Spezies ihres Vaters. Sie sollte eine mächtige, entschlossene und angesehene Kriegerin werden, die von anderen gefürchtet wird. Aber das Kind, das sie letztlich bekam, entsprach überhaupt nicht ihren Erwartungen. Es war ein kleiner Junge mit der Spezies seiner Mutter. Deswegen nahmen seine Eltern ihn nicht gut auf. Sie liebten ihren Sohn nicht, wie andere Eltern ihre Kinder liebten. Als die Zeit verging und klar wurde, wie sich die Persönlichkeit des Kleinen entwickeln würde, wurde alles nur noch schlimmer. Er wurde ein sehr schüchterner und herzensguter Junge. Kurz gesagt, er war alles, was seine Eltern nicht wollten. Jedoch blieb er bei ihnen, immerhin war er ihr einziges Kind. Doch als sich nichts änderte, gaben sie ihn nach einigen Jahren komplett auf. Die Mutter des Jungen bekam ein zweites Kind. Und als die Schwester des Jungen zur Welt kam, interessierten seine Eltern sich kein bisschen mehr für ihn. Seine neue Schwester war alles, was seine Eltern sich je gewünscht hatten. Sie vertrieben ihren eigenen Sohn und er musste seine Familie und seine Heimat verlassen, ohne je gewusst zu haben, was Liebe überhaupt war. Und die nächsten Jahre würden für ihn nur schlimmer werden, da seine Eltern ihm nichts über das Leben in der Gesellschaft beigebracht hatten. Konnte er keine Freunde finden. Niemand wollte ihm einen Job geben, durch den er lebensnotwendiges Geld verdienen könnte. Ohne Geld hatte der arme Junge keinen Ort zum Leben und keine Nahrung.
Er lebte auf der Straße im Kampf um jeden Bissen. Und trotzdem zeigte niemand Mitleid. Die Pokémon verachteten ihn für sein Benehmen. Auch andere Obdachlose wollten ihn nicht akzeptieren und so kämpfte er für sich. Jeden Tag wurde das Leben schlimmer. Bis zu einem schicksalhaften Tag. Der Junge hatte jegliche Hoffnung, die je bestand, verloren. Er hasste die Welt und all die Pokémon in ihr. Ohne jegliche Nahrung gab er sein Leben auf. Alleine, in einer einsamen dunklen Gasse, wartete er nur noch auf das Ende. Er legte sich auf den Boden und wartete, bis die Finsternis ihn zu sich nahm. Doch er wurde gerettet. Zumindest dachte er das. Ein anderes Wesen stieg aus dem Schatten. Ein Pokémon, doch kein normales. Es war Darkrai. Das mysteriöse Pokémon gab dem Jungen Nahrung und versprach ihn zu trainieren. Er versprach ihm Hilfe und ein neues Leben. Im Gegenzug für Hilfe in ihrem gemeinsamen Ziel. Rache. Der Junge, nichts als Leid in seinem Gedächtnis, nahm an und Darkrai hielt sein Versprechen. Die nächsten Jahre lang wurde Darkrai zum Mentor des Jungen. Er brachte ihm alles bei, was er brauchte. Und der Junge half Darkrai, einen großen Schritt des Planes zu vollführen. Und so kam der große Tag. Darkrai wollte all die geschädigten Pokémon der Welt, um gemeinsam für Rache zu kämpfen, versammeln. Doch auch die Verzweifeltsten unter ihnen trauten jemandem wie Darkrai nicht. Doch wem sie vertrauten, war ein gebrochener Junge. Dies war der Grund, warum Darkrai ihn trainiert hätte. Damit er die Organisation der Finsternis für ihn erschaffen würde. Doch natürlich sagte Darkrai ihm das nicht auf diese Art. Zusammen schafften die beiden es, genügend Pokémon auf ihre Seite zu ziehen, und sie erschufen die Sklaven der Dunkelheit. Der gebrochene Junge, als Begründer der Gruppe, wurde ihr Anführer. Doch nur auf kurze Zeit. Nun, wo die Gruppe bestand, hatte Darkrai keinen Nutzen mehr für seinen Schüler. Er tat dies, was es dir auch uns angetan hat. Als rechte Hand des damaligen Anführers hatte Darkrai das Vertrauen vieler Sklaven gewonnen und im Geheimen sammelte er eine Gruppe um sich, die ihm helfen würde, den Anführer zu stürzen. Und so taten sie dies. Sie griffen aus dem Hinterhalt an und beendeten die Herrschaft des gebrochenen Jungen. Darkrai nahm den Platz an sich, um ihn nie wieder abzugeben. Dies ist eine Legende, die viele Pokémon sich erzählen. Diese Legende war ein Begründer vieler Mythen. Darkrai war vielleicht nicht der Begründer der Sklaven, sondern jemand anderes. Manche glauben daran, manche nicht. Aber selbst wenn es wahr wäre, niemand hörte jemals etwas über den verratenen und gebrochenen Jungen. Die Verfechter der Geschichte sind sich sicher, dass er sich nach all dem Verrat selbst das Leben nahm. Doch manche vermuten auch, dass er den Hinterhalt damals nicht überlebte. Der einzige Hinterhalt, bei dem Darkrai je selbst in den Kampf zog. Fates-Sicht. Ich musste die Geschichte erst einmal verarbeiten. Es wäre durchaus möglich, wenn Darkrai wirklich so ist, wie ich ihn mir vorstelle. Er würde so etwas auf jeden Fall machen. Aber wieso erzählst du mir diese Legende? Verstehst du es wirklich nicht? Ich tue es, um dich zu überzeugen. Für die gesamte Zeit seiner Erklärung hatte er die Augen geschlossen gehalten. Dies tat er, um sich besser auf seine Erzählung zu konzentrieren. Zumindest dachte ich das. Doch nun öffnete er seine Augen und sah mich an. Er hatte ein kleines Lächeln auf den Lippen und seine Augen waren erfüllt von Tränen. Ich war derjenige, der diese Legende verfasste und in die Welt hinaustrug. Ich war derjenige, der sie erzählte, denn ich weiß, dass sie wahr ist. Und der Junge, der gebrochene und verratene Junge, war ich. Ich bin schuld an allem. Ich bin schuld an der Existenz der Sklaven. Ich verdiene es, hier zu sterben. Und deswegen ist es gut, wenn du diese Fluchtmethode nutzt, weil ich es ohnehin nicht mehr verdient habe zu leben. Und so endete Fandas Geschichte. Als er diese letzten Worte aussprach, drehte er sich von mir weg und starrte an die Wand. Also, lass es uns einfach hinter uns bringen, okay? Immer noch musste ich erst verarbeiten, was er mir erzählte,
Natürlich wusste ich, dass er etwas vor uns versteckte und es war auch relativ klar, dass die Sklaven involviert waren. Aber diese Möglichkeit ging viel weiter als alles, was ich mir je hätte vorstellen können. Aber ich wusste, dass er nicht log. Alles passte einfach so gut. Selbst der Moment, als Galvin mich angriff. Er griff nicht ein, da Galvin uns sonst die Wahrheit offenbart hätte. Also war vom Anfang bis zum Ende derjenige, der mir das Leben rettete und derjenige, in den ich mich verliebte. Er war der Begründer dieser finsteren Armee. Ich weiß selber, dass mein Leben wertlos ist. Wenn ich nicht noch meine eigenen Fehler hätte wieder gut machen wollen, hätte ich es schon lange beendet. Bitte, geh einfach. Erzähle den Leuten die Wahrheit und flieh, damit Darkrai dich niemals finden wird. Nach dieser Forderung wusste ich genau, was ich zu tun hatte. Nein, ich lass dich nicht allein. Innerhalb eines Augenblicks drehte das Shinnok sich zu mir. Was meinst du? Glaubst du etwa, ich lüge dich an, um dich zum Gehen zu bewegen? Oder bist du zu dumm, um es zu verstehen? Weder noch. Ich weiß, dass du die Wahrheit sagst, aber ich glaube nicht, dass es wirklich deine Schuld war. Er starrte mich an, sagte aber kein Wort. Du hast alles nur getan, weil du nichts außer Leid und Hass kanntest. Darkrai hat deine Lage ausgenutzt. Weißt du, manchmal ist es nicht bedeutend, dass wir Fehler machen. Jeder macht Fehler. Solange wir lernen, sie einzusehen und zu bereuen, kann uns vergeben werden. Und nach allem, was ich in dieser Welt erlebte, weiß ich, du tust mehr, als es nur zu bereuen. Und selbst wenn ich dir nicht vergeben wollen würde, meine Gefühle für dich sind immer noch dieselben, vielleicht sogar noch stärker. Das Wissen, dass du die Wahrheit versteckt hattest, nicht um dir selbst zu helfen, sondern um mich nicht zu verletzen. All die Zeit, in der ich sprach, hörte Fanda mir stumm zu. Ich sah, dass ihm wieder Tränen kamen. Warum? Ich verstehe dich einfach nicht. Ich hab dich belogen. Ich hab mein Geheimnis vor allen versteckt, nur um meiner Strafe zu entgehen. Ich verdiene deine Gnade nicht. Hör auf, dich selbst zu belügen, Fanda. Wir wissen beide, dass du die Wahrheit verschwiegen hast, um deine Fehler selbst wieder gut machen zu können, nicht um Nutzen daraus zu ziehen. Und lieber bleibe ich jetzt zusammen mit dir hier, als zu fliehen und zu wissen, dass ich dich nie wiedersehe. Immer noch sah er mich an. So viele Emotionen vermischten sich in seinen Augen. Verwirrung, Freude, Verständnislosigkeit und Überraschung. Seine Tränen verschwanden. Du meinst das wirklich ernst, nicht? Ich lächelte ihn sanft an und nickte. Dann muss ich dir auch noch etwas beichten. Vorhin an der Lichtung. Gestern Nacht, als du mir erzählt hast, wie du dich mir gegenüber fühlst. Ich hab dich beleidigt, angeschrien. Ich bin weggerannt, als du am meisten an meiner Seite sein wolltest. Ich hab's einfach nicht geschafft, dir die Wahrheit zu sagen. Ich hatte nicht die Stärke, dir von meiner Vergangenheit zu erzählen. Und vor allem nicht, um dir meine Gefühle zu erklären. Fate, wenn du wirklich noch dasselbe fühlst, wenn das hier die letzten Tage meines Lebens werden sollen, dann möchte ich sie zumindest mit dir verbringen. Ich liebe dich auch. Alles schien vor mir stehen zu bleiben. Die Welt war wie eingefroren. Als er mich an der Klippe abgewiesen hatte, war ich sicher gewesen, dass er nie Gefühle für mich gehabt hatte. Und nun gestand er mir seine Liebe? Ich war wie in Trance, als sich unsere Lippen begegneten. Im nächsten Moment fand ich mich in seiner Umarmung wieder. Ich spürte, wie eine Träne meinen Rücken berührte. Wenn wir nur mehr Zeit miteinander hätten, gäbe es nur einen Weg, gemeinsam zu fliehen. Ich ordnete meine Gedanken wieder. Leider hatte er recht. Selbst nun, wo er seine Liebe gestanden hatte, blieb uns wenig Zeit. Darkrai würde in wenigen Tagen zurückkehren. Und sobald dies geschehen würde. Doch wie oft zählte, Glauben ist nicht Wissen. Und noch glaubten wir, es gäbe keinen Weg, gemeinsam zu entkommen. Ich hörte eine Stimme außerhalb der Zelle sprechen. Oh, wie schön, du hast endlich eine Freundin gefunden, Boss. Und natürlich gibt's hier einen Weg raus. Fanda löste sich überrascht aus meinem Griff. Sein Gesicht war knallrot. Even, was tust du hier? Ein Evoli stand vor der Zelltür und grinste amüsiert.
Ich habe gesehen, was passiert ist und wollte dich hier rausholen. Als er sprach, bemerkte ich die Kette, die er um den Hals trug. Eine Kette, die die Schergen der Sklaven auszeichnete. Warte, wer bist du? Warum solltest du uns helfen wollen? Fanda sah nervös durch die Gegend, während er kurz abwürgte. Das ist Even, das Evoli. Er ist nicht wirklich ein Sklave, aber mit der Erklärung sollten wir warten, bis wir draußen sind. Nachdem das Evoli das Schloss öffnete, schlichen wir uns zum Eingang des Gebäudes. Als wir diesen erreichten, wurden wir bereits erwartet. Nicht von einem Sklaven. Jedoch war es trotzdem keine schöne Überraschung. Am Eingang stand G, welcher Fanda mit einem Blick voller Hass und Enttäuschung grüßte. Als Even ihn sah, erklärte er uns. Und vielleicht hätte ich euch das auch erzählen sollen. Weil das Verlies bewacht wird, habe ich Hilfe gebraucht, um reinzukommen. Und damit er es versteht, musste ich ihm alles erklären. Fanda sah zum Officer und wirkte eingeschüchtert. Du hast ihn gehört, Shinux. Wir gehen jetzt erst einmal zu dir nach Hause. Dort werden wir ein nettes, kleines Gespräch führen. Verstanden! Mein Freund sank beschämt auf den Boden und nickte kurz. Es dauerte nicht lange, bis wir bei Fandas Haus ankamen. Die Sklaven hatten unsere Flucht wohl noch nicht bemerkt. Ansonsten würde es die uns nun wohl bereits hier erwarten. Wir alle setzten uns und G fuhr fort, wobei er Fanda weiterhin mit seinen Blicken durchlöcherte. Also, ich fasse nochmal zusammen, was passiert ist. Fanda, du hast uns alle belogen, als du dich bei der Polizei beworben hast, um uns beitreten zu können. Du hast uns teilweise richtige, aber auch teilweise falsche Informationen gegeben, obwohl du wusstest, welche stimmten. Nur damit du nicht zu sehr auffallen würdest. Du hast all deine Geheimnisse die ganze Zeit für dich behalten. Und am wichtigsten, du hast diese verdammte Gruppe gegründet. Bist du wahnsinnig? Fanda starrte weiter auf den Boden und nickte nur kurz. Ich rückte an seine Seite, um ihn etwas zu trösten. G schien sich etwas zu beruhigen. Weißt du überhaupt, was du getan hast? Zum ersten Mal sprach Fanda selber. Ja, das weiß ich. Und deshalb habe ich versucht, es wieder gut zu machen. Ich weiß, dass man mir nicht verzeihen sollte. G fuhr einfach fort. Als dein Freund fühle ich mich wirklich enttäuscht. Du bist so viel besser als das. Und als Officer sehe ich einen der größten Ganoven der Geschichte vor mir sitzen. Du weißt, was mein Job ist. Du kannst froh sein, wenn dein Deal mit Even dich vor dem Gericht zumindest vor der Todesstrafe rettet. Er atmete schwer und sah Fanda an. Morgen, 12 Uhr Mittag. Zum ersten Mal sah Fanda auf, als G fortfuhr. Glaub nicht, dass ich das für dich tue, aber ich weiß, dass du die Sklaven um jeden Preis vernichten willst. Morgen um 12 Uhr kehre ich hierher zurück. Wenn du dann noch hier bist, werde ich dich festnehmen. Bis dahin kannst du machen, was du willst. Du könntest von hier verschwinden. Fanda sah ihn ungläubig an. Du meinst, du lässt mich gehen? Für jetzt. Und offiziell tue ich das nicht, klar? Du bist geflohen, okay? Ich bin immer noch Metro Villages Officer. Und morgen werde ich die Suche nach dir beginnen, bis ich dich gefunden habe. Ich gebe dir eine faire Chance. Es wirkte, als hätte G nichts mehr zu sagen, da er aufstand und sich daran machte zu gehen. Doch Fanda stoppte ihn. Warte, bevor du gehst. Es könnten viele Dinge passieren und vielleicht sehen wir uns nie wieder. Lass mich dir zumindest alles erzählen, was du gegen die Sklaven wissen musst. G drehte sich wieder zu ihm, wirkte aber sehr genervt. Was glaubst du, wüsste ich noch nicht? Wir wissen alles über die Sklaven. Ihr kennt nicht einmal ihre Ziele. Doch, sie wollen Rache, das ist mir klar, Fanda. Und wie wollen sie sich denn rächen? Günther hatte keine Antwort und setzte sich wieder. Danke. Lass mich alles erklären. Weder du noch Fate wissen bisher, dass ihre Angriffe und Räubereien nur Scharade sind. Sie versuchen, ein größeres Ziel zu erreichen. Sie wollen ein lange vergessenes Monstrum aus den Tiefen der Hölle zurückholen. Sie wollen den Schattendämon in unsere Welt holen. G stoppte ihn sofort wieder. Du bist verrückt! Das kannst du nicht ernst meinen! Ich war anscheinend die Einzige, die nicht verstand, wovon sie redeten.
Even erklärte mir, worum es ging. Der Schattendämon ist eine alte Legende. Angeblich soll er vor vielen Jahren ein Wesen kreiert aus Schatten in diese Welt gekommen sein. Innerhalb weniger Monate riss es an sich, was es wollte, und zerstörte den Rest. Tausende Leben endeten. Es konnte nur durch ein legendäres Pokémon mit einer besonderen Gabe versiegelt werden. Dieses Pokémon trug den Namen Latias. Sollte der Dämon je wiederkehren, würde diese Welt untergehen, da Latias nach dem Kampf gegen ihn auf mysteriöse Weise verschwand. Bevor ich noch etwas fragen konnte, fuhr Fanda fort. Das stimmt alles. Sie wollen den Dämon zurück in unsere Welt holen. Darkrai behauptet, er habe die Macht, ihn zu kontrollieren. Mit seiner Hilfe wollen sie die Rache ausüben. Ji atmete wieder tief durch und sah aus dem Fenster, offenbar über das nachdenkend, was Fanda gesagt hatte. Es gibt ein Artefakt, welches der dunkle Kristall genannt wird. Er beinhaltet die Hälfte der Kraft des Dämons. Latias kreierte ihn nach ihrem Sieg, als sie ihn verbannte. Nachdem der Dämon zurückkehrt, wird er den Kristall absorbieren müssen, um wieder voll zu werden. Auf einmal wirkte Günther viel besorgter. Und wie wissen wir, ob der Dämon zurück ist? Oder ob er den Kristall absorbiert? Even erklärte. Sobald es beginnt, haben wir noch etwas Zeit. Der Kristall wird die Kraft des Dämons etwa 2 Wochen halten können. Er wurde extra gegen die dunklen Kräfte konzipiert. Diese 2 Wochen können wir nutzen, da wir über sein Erscheinen Bescheid wissen werden. Die Legende sagt, der Himmel wird ein Zeichen senden. Ji stand auf und rannte aus dem Haus. Das letzte, was wir hörten, war sein Ruf. Verschwindet jetzt! Neugierig, weshalb er auf einmal so panisch war, trat ich ans Fenster, aus dem er hinaussah. Fanda und Even traten zu mir. Und wir alle sahen, wie die Sonne lila leuchtete.